Einen wunderschönen guten Abend, Ladies und Gentlemen, Boys und Girls und meine werte Dämonikonisten, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Pile of Shame Stream. Razor, ich grüße dich. Schönen Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht es gut. Hattest eine angenehme Woche und hoffentlich ein gutes Wochenende. Mal wieder Pile of Shame angesagt. Will sagen, ich werde mal wieder ein paar Spiele anspielen, die ich auf der Pile of Shame habe. Drei Spiele werden es heute sein, wo ich auf alle Fälle mal so ungefähr eine Stunde reinschauen möchte. Und da lasse ich mich auf alle Fälle überraschen. Tiron, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Guten Hoi. Ich hoffe, dir geht es gut und hattest heute einen schönen Freitag. Du machst ja selber nachher Programm, ne? Immortal Phoenix Rising, ne? Aber erzählt mal, wie waren eure Wochen? Oder eure Wochen? Wie waren eure Tage? Und ich hoffe, dass ihr alle jetzt wohl... Kannst du mal die Intro? Recht laut? Also ich hab... ganz normal auf... Minus 10 Dezibel. Jetzt muss ich gerade mal was nachgucken. Okay, Mikrofon passt auch. Also ich habe normalerweise auf minus 10 Dezibel und Winamp zeigt mir an, gerade mal 3% Lautstärke. Da muss ich aber gerade mal was nachgucken. Ja, ich nutze Winamp. Ich nutze Winamp, das gibt's noch. Und mir ist Winamp viel lieber als der muss ich leider so sagen, der Windows Media Player. Winamp? Ja, Winamp. Weißer Hintergrund, gelber Blitz. Das Winamp. Finde ich auf alle Fälle besser als der vermaledeite Windows Media Player. Weil der Windows Media Player, der hat bei meinen Playlisten mit den Skins, ja. Einen Moment. Ich wähle jetzt mal kurz eine ruhige Musik aus. Oder, was heißt ruhig? Ruhig ist... So, dann gehen wir mal ganz kurz in die Bildschirmaufnahme. Winamp. Keine Ahnung, ob man sieht. Doch, sieht man. Hier. File. Dann hier. Volume up, Volume down. Options. Und ich habe das schon recht leise auf 3%. Equalizer, Visualizations, Skin Settings. Mit allem Möglichen. Und ich habe es hier auf... für mich halt abgeschnitten. Und ganz ehrlich, ich nutze lieber Winamp als diesen vermaledeiten Windows Media Player. Windows Media Player, das Problem habe ich folgendermaßen damit gehabt. Moment, vielleicht sollte ich auch mal das Mikro weiter her tun. Deswegen kommt wahrscheinlich auch die Musik so ein bisschen laut rüber. Ja. Schon besser, oder? Gehe ich mal zumindest davon aus. Also ich schlage jetzt schon auf den roten Bereich an. Windows Media Player hat nämlich folgendes Problem. Ich habe damals, weil ich habe... Jetzt muss ich lügen. 1,21 Ter... Warte mal. Musik, Rechtsklick... Eigenschaften. Einen Moment, ganz kurz. Ich denke mal, über 500 GB Musik. Die habe ich damals alle in den Windows Media Player reingelegt, in verschiedene Playlisten angelegt. Ach so, der Sequencer. Der ist eigentlich Standard.
Da habe ich eigentlich auch nichts umgeändert. Und beim Sequencer, da müsste ich mal privat nachschauen. Der ist entweder Standard laut oder halt kurz vorm gelben Bereich. So. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und der Windows Media Player. Ich habe alles in verschiedene Playlisten reingetan. Jedes Mal, wenn ich den Windows Media Player gestartet habe, der hat 5 Minuten gebraucht. Dann erst hatte ich Zugriff darauf. So, und ich mache jetzt mal die Bildschirmübertragung aus. So. Und da hat ungelogen 5 Minuten gebraucht. Ich durfte da gar nichts anderes machen. Ansonsten hat sich Windows Media Player ständig aufgehangen. Und ich konnte den per Taskmanager abschießen und dann wieder starten. Und mit Winamp habe ich nicht das Problem. Tiron, dir auf alle Fälle gute Besserung. Aber ich hoffe, du bist dennoch fit für Sonntag. Also wie gesagt, der Sequencer, ich werde mal privat darüber mal nachschauen. Ding ist aber, der ist Standard. Ich habe da nichts, wirklich gar nichts rumgespielt. Gut, aber wie ich schon sagte, ich hoffe, euch allen geht es gut und genießt euer Wochenende. Mein Tag, heute auf alle Fälle mein letzter Arbeitstag mal wieder. Und jetzt habe ich langes Wochenende, also sprich bis Dienstag frei. Weswegen ich heute, jetzt 19 Uhr, jetzt, mal 3 Spiele unbedingt von der Pile of Shame anspielen will. Das erste, mit was wir beginnen, habe ich gedacht, wäre Bastion, falls es so ausgesprochen wird, also Bastion, Bastion. Habe ich mir damals 2011, 2012 geholt. Einfach weil ich es knuffig fand, das Spiel. Und seitdem aber auch nie angerührt habe. Das nächste, was ich dann noch hätte, worüber ich selber überrascht bin, das wird mir wahrscheinlich als letztes angehen, weil dann ist, denke ich mal, spät genug. Geholt 2015 mal im Angebot X-Blades. Und das zweite Spiel, was ich mal reinschauen möchte, geholt 2014, Velvet Assassin. Aber zu X-Blades auf alle Fälle noch eine lustige Geschichte dahinter. Ich habe nämlich nach einem ganz speziellen Spiel gesucht, das ich mal gesehen hatte als Let's Play. Damals vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich wusste nur, ah, der Charakter hat blonde Haare. Und ich habe dann das Spiel gesehen und dachte so, halt, das ist es. Und dann gucke ich so genauer nach und dann denke ich so, nee, Moment, das ist es nicht. Und ich denke so, na egal, aber ich habe es immerhin. Die ersten beiden kennst du. Also X-Blades und Bastion. Also wie gesagt, Bastion habe ich damals als Let's Play gesehen und ich fand das Spiel sah knuffig aus und echt angenehm für ein Indie. Deswegen dachte ich, komm, ich schau mal rein. Will ich haben, hab's geholt, aber nie angerührt. Ist irgendwie nie dazu gekommen und heute will ich es auf alle Fälle mal holen. X-Blades, ich habe das mit dem Spiel verwechselt. Das kam aber für die Nintendo, glaube ich, raus, dieses eine Spiel. Der Charakter hat eigentlich auch so blonde Haare oder weiße Haare, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, glaub, blond, aber halt einen schwarzen Anzug. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Man konnte irgendwie mit der Schwerkraft rumspielen und manipulieren. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Ich muss da mal kurz mit Google nachschauen. Hieß es. Ja, leck mich doch am Keilriemen, das war Gravity Rush. Das war es. Ach, das gab's für die PlayStation? Really? Nee. Das war doch von Nintendo, glaube ich, oder? Moment, ich muss mal nachschauen. PlayStation Vita.
Interessant. Cat, genau. Ja, okay, ja, das ist es. Gravity Rush war es. Und ich habe, und ich habe halt X-Blades mit Gravity Rush verwechselt. Das ist mir damals viel zu spät eingefallen, aber ich hatte gedacht, komm, dem Charakter nach zu urteilen, das könnte die sein. Ich habe es einmal damals gesehen und dachte, oh, das Spiel ist eigentlich voll geil. So, aber genug geredet. Moment, erinnert mich an Gravity Rush für PS Vita? Ja, das habe ich ja genau. Definitiere Keilriemen. Ja, Keilriemen halt, ne? Bei einem Auto, Keilriemen. Ist PS Only. Ja, das habe ich gerade gesehen. Teil 1 kam für PS Vita raus und als Remaster für PlayStation 4. Teil 2 kam nur für PlayStation 4 raus. Ja, das habe ich ja gerade nachgeschaut. Wobei man sagen muss, Gravity Rush ist auch schon 10 Jahre alt. Ja, natürlich. Und Gravity Rush 2 sind jetzt auch schon 5 Jahre her, ne? Wie die Zeit vergeht. So, Bastion wird gestartet. Erstmalige Installation wird ausgeführt. Kann jetzt nur sein, dass es laut ist. Ich werde es übrigens mit Controller spielen, weil das Spiel definitiv mit Controller soweit am besten läuft. Bild bekommt ihr natürlich gleich. Uno momento. Ich lasse das mal. So. Okay, wie schön auch der Ton gleich ausgeht. Spielaufnahme und wo haben wir's? Bastion. Sehr schön. So, Anzeige, Auflösung. Jawohl, Anzeige. Ja. Einstellungen. So, Musik mal ein bisschen runterdrehen. Erzählerlautstärke, machen wir es so. So, ich hoffe, von der Lautstärke geht es. Einfach meckern. Aber ich denke mal, also zumindest auf meinen Ohren ist die Lautstärke ganz angenehm. Ich muss jetzt auch nicht so extrem dagegen brüllen. Und ich kann mich ja auf den Ohren noch ein bisschen leiser machen. Was ist jetzt los? Ich habe doch nichts gedrückt. Sag mal. Ich muss mal kurz was testen. Okay, interessant. Ich will mich auf dem Headset leiser machen, auf den Ohren, damit es nicht zu so laut ist. Ich drücke nur die Taste für laut oder leise und schon resettet sich die komplette Einstellung. Uff. Remaster als Disc hier rumliegen. Muss nicht sein, Deron. Ich habe es damals als Let's Play gesehen und ich. Uff. Ich kann hier mit meinem Headset-Mikro. Ach du Scheibenkleister. Wow, also das Spiel, Hilfe. Aber ich denke mal, es dürfte gehen. Von der Lautstärke. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spielst mit deinem Headset durch. Ja, nee, das geht nicht. Gut, 19:18 Uhr. Ich denke mal, ich werde bis 20:20 Uhr da mal reinschauen. Null Probleme Modus. Weitermachen. Moment, ein neues Spiel mit unbegrenzten Chancen. Okay. Für wenige erfahrene Spieler jeden Alters. Okay, ganz normales Spiel. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky.
Habe ich aber auch noch nie erlebt, das mit der Headset-Störung, das da alles. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. So, wir spielen also Kit. So heißt der Gute also. Ich fand ihn eigentlich ganz knuffig. Er ist so ein kleiner Gnom, hat aber so riesige Bärenklauen als Hände. Also so richtig riesige Hände. Ground forms up under his feet as it point in the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Der Kerlhammer. Okay. Well, it's a touching reunion. Zum Angriff B drücken. Okay. Und zum Eichen A drücken. Ah, jetzt kann ich auch ausweichen. Muss halt aufpassen. Weil ich auch runterfliegen kann. Soweit ich weiß. Vor allem, da ich ja jetzt mal die Pile of Shame mal so mal angespielt hatte, hatte ich auch mal Zeit. Ich bin lieber vorsichtig. Ja, mal Zeit, gerade ein bisschen weiter in Devil May Cry reinzuschauen. Also DMC Devil May Cry. Und ich muss sagen, das Spiel ist echt nicht schlecht. Und dafür mache ich ja das mit dem Pile of Shame. Einfach mal in die Spiele reinspielen, die ich mir mal geholt habe. Aber nie groß angerührt habe. Oh, Vorsicht. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. Okay, ich kann. And then doch. He falls to his death. I'm just fooling. Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann doch nicht in den Tod stürzen, aber doch geht. So, ich mache mal ein paar Sachen kaputt. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella, forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. Muss halt bloß ein bisschen aufpassen. Weil ich habe auch eine Lebensanzeige angeschaltet. Hoch. So. Gut. Kombi quasi. Aber es gibt jetzt nicht so eine Ultima. Oder was ist Kombi? Kid just rages for a while. So wie bei DMC, also Devil May Cry. Dass ich hier mit Pause und so weiter, dass ich so verschiedene Kombos machen kann. Gut. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Reißer-Repetiergewehr. Gotta hold her still to spin up the chamber. Ah. Nachladen. Okay. Kann ich auch manuell nachladen? Hm, nein. Ich muss jedes Mal hoch das Ding leer schießen. Dann wird nachgeladen. Und was. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kann ich die Waffen auch upgraden. Bin mir aber unsicher. Wie gesagt, ich habe mal reingeschaut, als Let's Play in der Folge. Und es war einfach. He's worked up quite a thirst by now. So that fountain looks real inviting. Und sometimes you just need a drink. Ah, heilen, okay. A school of squirts tunnels up around him. I must have fled here from the mines.
Zielen sollte ich auch können. Ah, jetzt. Perfekt. It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. Ja, jetzt lass mich erstmal hier. Kristallspange. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. Okay. Ah. Okay. Dann auf in den Saloon. Wenn du verletzt bist, drücke, um dich zu heilen. Die Frage ist nur... He sets foot inside one of Selandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Die Frage, die ich mir halt stelle, mit den Heiltränken... Wie kann ich... Then Kid finds his trusty shield. Stierkopfschild. Ah, klasse. Zum Verteidigen LT drücken. Ah. The security takes him for a petty thief. Special delivery. Gas, fellas. Okay, wegen Gas. Windbags start turning up for last call. Oi, oi, oi. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Ay, 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 ay. Windbags are playing for keeps. Ow! Heilung? Okay, darf ich nicht auf die leichte Schulter nehmen? Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Null übrig. Ja, ich muss die also finden. Fenster. He gets a good look at things on his way down. Ich wollte doch... He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Ich wollte doch noch gar nicht, Bringerbogen. Zum Schießen X gedrückt halten. Okay. Ich wollte eigentlich erstmal noch mich davor umgucken. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Ow. Erstmal was trinken und Brunnen. Okay, ich denke mal, ich kann beim Brunnen jederzeit meine Gesundheit aufholen. Ist aber nur reine Spekulation. Was haben wir hier? Etwas Sehniges. The kid pockets a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Stadtwappen, ein Andenken, eine Identifikationsmarke aus der alten Zeit. All jene, die offiziell im Dienst der Stadt standen, trugen den Stern von Kelondia. Er soll Wärme, Fleiß und Opferbereitschaft symbolisieren. Rustbeschmiertes, modisches Accessoire. Sie ist von enormem Wert, sentimentalem Wert. Sorgt außerdem dafür, dass das Haar sich nicht selbstständig macht. Am besten aufbewahren, nur für alle Fälle. Und hier, gedehnter Mesedarm. Beliebt bei Bogenherstellern und Knollballspielern. Einer der Gründe für die Beliebtheit der Mesejagd. Okay. Jetzt will ich mal testen. Okay.
Okay. Ich dachte, wenn ich A gedrückt lasse, kann ich auch Waffen wechseln. Aber ich würde gern wieder auf den Repetierer wechseln. Oh, das war... Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Intensiv. Ach, come on. So. Oder das ist ein Waffen-Upgrade. Kann natürlich auch sein, dass der Bogen ein Upgrade zum Repetierer ist. Wirbelwind. Picks up a few pointers from a dusty old tome. Zum Anwenden RT drücken. He's a mighty fast learner. Okay. Das kostet natürlich Fähigkeitenflasche anscheinend. Schwarztonikum, also, okay. Also sollte ich sparsam damit sein. Gehe ich mal davon aus. Den Hub gefunden hast. Ah, okay. Au. Weil ich dachte schon eventuell, ich habe doch einen Repetierer. Warum? He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. Gut, ich kann mich heilen mit dem Obst. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. So, schauen wir mal. Ausrüsten. Neue Waffe zugewiesen. Nein. So. Ringerbogen könnte ich durch den Reiserepetierer. Lädt automatisch nach. Angriffskraft. So. Gut. Kann ich also... Blitzrundumschlag. Reißer repetier. Eine Spirale aus Blitzen, die in allen Richtungen. Oh, okay. Aber ich bleib mal beim Wirbelwind. Ich dachte gerade, jetzt könnte ich da eben mit eventuell meine Waffen upgraden. Also noch stärker machen. One sip of the spirits in that distillery and the kid will feel like a new man. Stufe 2, Stufe 1. Okay, schauen wir mal. Leichlingmoost. 10 Bucks Gesundheit. Rettungsrum. 10% kritische Trefferchance. Nur bei voller Gesundheit. Absorbiert lose Fragmente als Gag in einer Bar erfunden. Erfreute sich zunehmend Beliebtheit unter Berg und Schrott. Metallischer Nachgeschmack. Ich nehme... Hier den Spirituosen liefern. Okay. Ich kann also jederzeit auch wieder hierher wechseln. Jetzt habe ich das getrunken und habe 10% mehr Lebensenergie. Okay. Nein. Gut. So schön. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Den Wagen kaputt machen anscheinend. Ist vielleicht gut, dass ich maximal Gesundheit genommen habe, weil kritisch, wenn ich volle Lebensenergie habe, das ist mir ein bisschen zu riskant. Da müsste ich ja dauerhaft hochgeheilt sein. Damit ich den kritischen Schaden auch bekomme.
Also, oder verursachen. That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them, though. Okay. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ich sagen wollte. Umschalten, okay. Oh, hoi! Au! Gut, ich sollte mich auch mal blocken verwenden. Ich bin gespannt, wofür ich die Kristalle brauche, aber bestimmt, wie gesagt, um Sachen zu kaufen, zu erweitern. An old ferry bard sends the kid on his way. The bastion's real close now. Hey. Ay, ay, ay. Kid better watch his step. Au. Also ich sollte echt... Ach, das schreit doch noch ein Boss. So groß wie die, wie das Areal ist. Deswegen mache ich erstmal den Weg frei. Jetzt trigger ich bestimmt gleich einen Boss. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Yo! Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Oi, 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 oi. Okay, erstmal die Schleimbeutel. Wobei, der muss weg. Au. Eieieiei. Kid Gut. puts him out of his misery. Konter. Heil. Ach komm schon! Puh. Robs a scumbag of his last meal. Oi. Also ich bin da echt nicht der beste Spieler. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen blöd angestellt. Aber holy. Level abbekommen und plus 2 maximale Gesundheit, also. He finds the core to the Wharf District. He steals the city's heart. Might as well. Okay. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. Ei, ei, ei. Links, rechts. Natürlich. See, that core kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Kid just keeps running. Oops, ich sollte wirklich weiter rennen. Nein, da wäre Heilung!
Au. Oh! Die machen höllischen Schaden. Geben halt dafür aber auch Erfahrungspunkte. Au. Eieieiei. At last, the Skyway is in sight. Erstmal heilen. Tja, zurück geht's nicht mehr. Also, Skyway. Needs to go. Windreiten. Und now the der kid sees something stranger still. His mind races. Die Bastion. Gut, anscheinend bin ich jetzt in der Bastion, also in der Bastion. Did anybody else survive? Sure enough, he finds another. He finds me. Ach, der Erzähler also. We talk for a spell. Diskutieren Stadtwappen. Frag nach den Abzeichen, die die Stadt Kelondia repräsentieren. Waren sie nicht nur für Uniform und zu Identifikationszwecken gedacht? Der Kern? Es fühlt sich warm an und summt wie ein Motor. Zu was genau dient es? Und Kristallspange? Da hätte ich wahrscheinlich noch... Okay, erstmal Stadtwappen. There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. Aha, dann Kern. All I tell him is to set that core of his on the monument there. Then watch. Und Kristallspange. I try to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Uff, okay. Ah gut, ich kann jetzt auch gerade nicht auf meine Waffen zugreifen, also rumhämmern oder irgendwas. Kid ain't finished here yet. Benutze Ding am Monument. Ja. Ich benutze gleich den Kern. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Das dachte ich mir schon halber, dass man jetzt damit neue Level freischaltet. Fundament. Beziehungsweise, Kid ponders what to build. Waffenlager oder Distille? Distillerie. Waffenlager. Spiegelschild erhält. The Bastion's a place of peace. But we can hold our own if we have to. Okay. Ja. Spiegelschild. Eine Geheimtechnik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche erlange durch eine Spektralinie. Nehme ich mal mit. Neue Fertigkeit erzielt. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Und hier muss ich dann wahrscheinlich neue Sachen freischalten. Nach und nach und die Bastion immer weiter ausbauen, wenn ich die Level abgeschlossen habe. Ist zumindest meine Vermutung. Und hier geht's ja dann auch irgendwann weiter. Kid don't know what's out there waiting for him. Skyway. The Skyway. Now the kid can ride the wind the distant lands. Gut, Bastion, da bin ich ja jetzt. Das Arbeiterviertel, kerngeortet, Übungsgelände. Hier haben einst die Brecher... Nee, hier haben die Brecher einst... Okay. Wenn du mit dem Bringerbogen einfallst... The Breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets in the fewest shots. Boom. He's focused. He's armed. And he's off. Hm,
Wie kann ich eigentlich mein Ziel wechseln? A perfect shot just happens in a flash. Ah, das war nix. Das war was? Und? He puts on a right solid performance. Okay, ich muss wahrscheinlich weniger als 10 Schüsse. Etwas Sinniges. 5 Schüsse oder weniger. Etwas Aufwendiges. Und hier? Kann ich das nochmal wiederholen? He returns with some of the materials we need. Bronkel, einen wunderschönen guten Hoi wünsche ich dir. Schön, dass du reinschaust. Ja, ich habe es mir damals 2012 geholt, weil ich damals ein Let's Play, nur eine Folge gesehen habe. Und ich dachte, oh Gott, das hier sieht so knuffig aus. Muss ich unbedingt mal holen. Hafenbezirk, Bereich abgeräumt, okay. So, ich will nochmal zum Übungsgelände. Und seitdem war es halt auf dem Pile of Shame. Kid ain't had enough of the Breakers Barracks. So, okay, mal überlegen. In weniger als 5 Schüssen abräumen. 1, 2, 3. Okay, mal gucken, ob ich es richtig hinbekomme. Shit! Takes practice. And a mighty strong bow helps too. Ah, Mist, das kann ich schon vergessen. Zielwechsel. Ja, jetzt kriege ich den Tipp. Zielwechsel. Fünf. Ja, das wird nichts. Nee, das wird nichts. 7 Schuss und ich brauche 5 Schüsse oder weniger. Kann ich hier nicht... Doch, Neustart. Ha. So, ich weiß auf alle Fälle, wie ich da schießen müsste. Kann ich den Schuss auch abbrechen? Also neu bespannen. Kann ich vergessen. Ich muss Neustart machen. Ich weiß auf alle Fälle, wie ich da schießen muss. Moment. 1, 2, 3, 4. Okay. Anscheinend... So, Fall während des Blitzes abschießen. So, 2, 3. Okay, weil erst war mein Gedanke, ich will so 4 in einer Reihe, dann die nächsten 3, dann die 3. Dass ich das in 4 Schüssen schaffe, ist aber nicht der Fall. Jawohl. He's feeling real proud of that show. Strike. Bringersalve. Sehr schön. Ich glaube, das ist eine neue Technik. Auf zum Skyway.
Und seitdem, I almost don't believe it when he says he passed the Breaker's Challenge. Und seitdem habe ich halt Bastion seit 2012 oder noch früher auf der Pile of Shame gehabt. So, gut. Abgeschlossen? Abgeschlossen. Bastion? Ausgangsbasis? Kern geordert. Okay, ich muss also immer Kerne finden. Dann kann ich auch ausbauen. Und ja. The Workman Ward. Them windbags used to keep the city humming along here. Gut, fliegen wir dorthin. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Boff. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? Okay, das erinnert mich an jetzt hier an Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ich glaube, das war Palast oder Festung. Nee, Festung. What the hell? Noch, echt jetzt? Puschels Festung. Man hatte vier Wege und in der Mitte einen Checkpoint-Ring. Oh, und die Festung war... Up north is where the gas fella Foreman used to live, tending to his flock. Bong. Na. Sehr schön. Wenn ich kontern kann, alles gut. Zerlumpte Haube. No way, gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Gut, ich heb mir mal der Rest der Todikums auf. Wofür bräuchte ich Kristallscherben? Ich habe irgendwie das Gefühl, für Upgrades kaufen. Oder neue Techniken. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. A blustery old foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showing up in the crowd. Alter! Alter! Jetzt ist gut! Now there's a new marshal in town. Ay, 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 ay. Gut. Damit hätte ich einen Kern. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Okay, ich habe jetzt einen Kern. Ich könnte jetzt eigentlich zurück zur Bastion. Kann ich auch. Tatsache. He heads for the squad steps. Won't be no field trip this time. Eieieiei. Oh, neue Waffe anscheinend. Gunbag can digest just about anything, except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Okay, zum Schlitzen gedrückt halten. Okay. Ah, intensiv. Okay, wenn's blinkt, dann.
werfe ich quasi die Waffe. Was? Leichtling Lockruf? They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Zum Anwenden von... Ja, ich bin da mal vorsichtig. Hm, okay, ist eine stille Waffe, aber wahrscheinlich vom Schaden her. Nicht ganz so prickelnd. Aber ich habe eine neue Waffe. Them squirts just don't know when to quit. Gott. Boah, rumpelt das. He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Yo. Some scumbag still feeding off the city's own trash. Verschwindet doch, ja. Lass mal nachladen. Es gibt Heilung. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. Ow. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Ich bin he halt cuts up Gershel like a fine apple. Old scumbag didn't feel a thing. Bin halt leider so ein Haut drauf Typ. Sprich, ausweichen und so weiter, blocken, ist nicht wirklich meins, ich bin wirklich eher so. The rest of the path is gone for good. Drauf. And his city crest won't bring it back. Gibt es nur diesen einen Kern? Oder gibt es noch weitere Kerne hier? Schön. Etwas Scharfes. Hm, okay. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Windbeutel. Somehow that old forge is still standing. So. Lieber so ein bisschen auf Einzelschuss gehen. Jetzt frage ich mich, wenn ich... Das muss ich jetzt gerade mal auch testen. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Okay. Jetzt habe ich volle Gesundheitstonikas. Au. Kid ain't about to pass out in the middle of the workman ward. Oh, eine Chance habe ich übrig. Okay. So, ich sollte häufiger blocken. So, wenn ich jetzt angeschlagen wäre und ich habe jetzt ja volle Gesundheitsflaschen. Ob ich dann Gesundheit heile. Schmiede. Inside the forge, he can fine tune those instruments of his. Etwas Schwerung. Ah, etwas Scharfes. Aufwertung. Oh, okay. 50% mehr Schaden. Oder... Aha. Etwas Sehniges.
Zuggeschwindigkeit oder Zieldurchschläge pro Schuss. Scharfes. Kritische Treffer oder Angriffe lähmen Feinde. Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Kann ich entweder oder? Kann ich oder kann ich beide? A little Zolwood oil and that blade shines like a light. Entweder oder. With a good length of Miska, that bow's like new again. Okay. Kid's lifelong friends looking fit to keep on fighting. So. Auf jeden Fall Gegner lähmen. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Gegner lähmen ist auf alle Fälle praktisch. Finde ich zumindest. Und dann, ich meine, 20% kritische, mehr kritischen Schaden ist auch nicht verkehrt. Aber Gegner Lamb ist nicht schlecht. Gut. Skyway. He comes back, just like I knew he would. Both. The core hums in his pack. The monument's calling for it. Gut, dann. Fremder. Zerlumpte Haube. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? The windbags used to be all right. Then the Calamity took the floor out from under him. Was ist mit der Leichling? Waffenlager. Ach, Leichling Lockruf. Ah. Jetzt mal gucken. Macht was. Ein eigentümlicher Lockruf, der einen treuen, zur Rettung herbeiruft. Beliebt bei Kindergeburtstagen, aber so nützlich bei einer Reihe anderer Situationen. Bringersalve, Bringerbogenfertigkeit, Bringerbogenfertigkeit, tanzender Schuss, also quasi Querschläger. Wirbelwind, da brauche ich ja den Hammer. Geheimfertigkeit, Geheimfertigkeit. Reißer, Repetier, okay. Ich bleib mal beim Leichling Rock, Lockruf. Kriegsmachete. Dann nehme ich jetzt mal. Standardangriffe sind damit wirkungsvoller. Repetiere Reißergewehr. Dann nehme ich jetzt den Bogen. Ain't much kid can handle with hammer and bow in hand. Okay, ich kann aber hier keine Aufwertung machen. Oder, ja. Gut. Moment. Kid does it again. Okay, jetzt. Only fair he decides what we build next. So, dann schauen wir mal. Fundament. Schmiede. Distillerie dieses Mal. Neue Spirituose. Makes time to sample spirits from my personal supply. Futter abs. Nun bei voller. Herzhafter Punsch. Eine Chance auf Weitermachen nach Nieder. Wehrwhisky. Unter. Bei der Verteidigung. Das habe ich ja schon drin. Herzhafter Punsch. Hearty punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Klasse. Auf in die Skyway. Picked up traces of other cores while the kid was out. Okay, weitere Kerne. Schmelztiegel. Abendrotpfad. Die Frage, die ich mir gerade noch so ein bisschen stelle, ist.
Ich kann überall hin und ich brauche kein Level. The Melting Pot. Place hoarded all sorts of fineries from beyond the boundless sea. Also zum Beispiel, hier muss ich Level 5 sein und hier muss ich Level 7 sein, so als Beispiel. Das ist Jacke wie Hose. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Boff. Of all the plants to survive the calamity, it had to be stab weeds. Hey! Ow. Blasted things hurt like a broken heart. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Okay, ich muss aufpassen. Hier hat's so Stachel gestrüppt. Aua! Die wehtun. Wow. It cuts down every stab weed like there's gonna be a prize for it. Die Dorndinger hier sind aber auch fies. Ich muss höllisch aufpassen. Die aber auch nicht markieren. Etwas Fieses? Wo? Oh! Okay, gut. Dann geht's nach unten links weiter. Das sieht nach Bosskampf aus. Core stuck inside one of those fancy cages. Jede Menge. Okay. Umschalten. Au! Nein! He throws a switch. Now what could possibly go wrong? Das wollte ich vermeiden. Ich wollte erstmal hier diese Stachel. Quite a bit, as it turns out. The cage starts lifting from the core ever so slow. All kid can do is wait. Shipments start falling in. Au! Blocken. Konter. Sehr schön. Ah ja, sind die Flaschen voll? Not every squirt's born bad. Some spring to the kid's defense. Judging by the movement of the cage, it's gonna take a little while. Sind die Flaschen, ist die Heilung, nee, Quatsch. Sind die Flaschen voll und ich bin angeschlagen? Dann kann ich auf alle Fälle... Scumbags don't take kindly to interlopers. Even some gas fellas take his corner. Heard it pop that mean old foreman. Mich voll heilen, das wollte ich sagen. Okay, gut zu wissen. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30. Hard to tell. Okay, und warum? Ich meine, ich habe ja nicht mal einen Zauber aktiviert. Zum Ausführen eine Geheimfähigkeit RT. Squirts get real territorial around a core. Then a shipment of free samples shows up. It ain't all bad, as the kid finds some spices from the motherland, tax free.
One thing's for sure, that cage is awful heavy. So, jetzt habe ich diesmal Geheimfähigkeit eingesetzt, aber... It's a troublesome scene, to be sure. Some of the stuff lying around is downright dangerous. A few moments left and the core goes free. 10, 9, 8, 7, give or take a few seconds. Ow, ow, finally, ow, ow! Core's within reach. And done. So. Wild umherprügeln, das kann ich ganz gut. Taktisch kämpfen, überhaupt nicht. So. Gut, ich hätte auch vielleicht viel mehr Fähigkeiten einsetzen sollen. Aber ich bin, was Fähigkeiten und so weiter betrifft, echt sparsam. Au. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. Okay. Weg versperrt, dann geht's hier weiter. So, um die Bastion zu verbessern, bringe den Kern zum Monument. I still remember the look on his face after that one. Boff. So, Bastion verbessern. The old world's finished, but the new world's just getting started. Ich bin gespannt, was wir jetzt für Gebäude freischalten. Alte Gewürze. Woher stammt sie und aus welcher Zeit? Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Okay. Leichtling kann ich einfach nur drehen und das war's, okay. Jetzt kann ich bloß, glaube ich, wieder eine Schmiede bauen. Ja, aber warum? Neue Aufwertungen. Ach, halte mal, Aufwertungen. A lot of things need fixing up in this world. Natürlich. And we can start right here. Etwas Wieses. Wofür brauche ich das? Schnellmagazin. Für die Repetierer. Ah. Munitionskapazität. Also noch mehr Muni? Oder schnelleres Nachdenken? Turns out those old bones still have some spark in them. Wenn schon, denn schon. Etwas Sehniges. Schaden? Schaden über Zeit. Kid packs a special surprise in every one of those arrows. Damage over time ist ganz nett. Etwas Aufwendiges, okay. Can't be too careful these days. Au. Hier kann ich ja ständig umändern. Squirt cider will toughen you right up. Too bad about the musty aftertaste. Und hier kann ich ja meine Ausrüstung wechseln. Das heißt, ich muss jetzt weitere Kerne finden. Einmal für hier, rechts dann. Weitere Aufwertungen. Und hast du nicht gesehen. Ja gut, ich sehe jetzt aber auch gerade, wir haben jetzt 20.15 Uhr noch ein Level zu machen. Naja, ich... Oh, halte mal. Übungsgeländel, Windbeutel Ranch. Okay. Und hier, Abendrotpfad. Stimmt, da war ja was. Ich versuche das hier noch. Und dann denke ich mal Spielwechsel. Windbag Ranch was built for gathering squirt extract and copious supply. Ain't nothing more healthful. Und dann bin ich gespannt.
was mich hier erwartet. Besiege schnell sämtliche Feinde. Das Tolle ist ja, ich mache ja Damage over Time, also sprich, ich lähme die Feinde. Oh, halt, was mache ich denn? Ach. Oh, wie fies! Some folks showed up to make a fast buck with nothing but a knife. Slippery little devils. Other folks came to train their throwing arms. Oh, wie fies! Ich wollte eigentlich erstmal die ganzen Maschinen wegräumen, die auf mich schießen. Still others use the place to test their finest blades. Stimmt, ich kann ja auch werfen. Vielleicht sollte ich mal damit arbeiten. Ja. Bleib hier! So. Oh! Geh doch. Hier bleiben. Ich glaube nicht, dass ich da zwei Feinde auf einmal erwisch. Kid cuts all of them down soon enough. Lass mich ran, ich bin ja viel zu schlecht natürlich. Unter 90 Sekunden. Also. Au. Dann versuche ich es noch einmal. Always time for juice and squirts, they used to say. At least the little fellas can't feel a thing. Jetzt geht kaputt. So, jetzt aber. Some squirts tried to flee on instinct. Place gets a little slick sometimes. Ja, ich kann nur einen treffen. Nee, das wird wieder nicht. Best to put them away first, before they rile up the others. Wenn das so mit dem Bogen wäre, dass ich hier so zwei, drei auf einmal. Scheiß Teil. So weit weg.
Nee, das ist nichts geworden. Nee, dritter Ball. Irgendwas mache ich falsch. Skyway. Last try, Mr. Kid comes back from Windbag Ranch. Ja, ich meine, good and ripe. Ich habe jetzt fast eine Stunde erreicht. Um den Zoom umzuschalten, drücke Y. Oh, okay. Schmiede, mal gucken. Etwas Scharfes. Ja, kritische Treffer. Eine Klinge pro Wurf. Ich habe das hier. Das nächste wäre wahrscheinlich das hier, was ich dann nehmen werden wollen würde. Gut, aber eine Stunde vorüber. Und das war jetzt Bastion. Also ich habe den Kauf echt nicht bereut. Es ist, denke ich mal, für zwischendurch mal, hin und wieder mal was. Es sei denn, ich stelle mich. Es sei denn, man stellt sich so dämlich an wie ich, wo einfach nur rumkloppt, ohne irgendwie groß was zu machen, richtig ausweichen, kontern und so weiter. Aber ich frage mich echt, wie ich das mit dieser Klinge machen soll. Unter 90 Sekunden. Da müsste ich entweder auf Full Damage gehen, damit ich das schaffe. Naja, da soll ich mich ein anderes Mal drum kümmern. Gut, so, dann gespeichert, denke ich mal, wird auch so. Ja, bestellen. Gut. Da hätten wir schon mal ins erste Spiel reingeschaut. Bastion. Ja. War ganz nett. War ganz witzig. Oder was heißt witzig? Ich kann das schlecht zuordnen. Es ist klar ein Indie-Spiel. Auf jeden Fall habe ich es jetzt schon mal eine ganze Stunde gespielt. Jetzt schauen wir mal, was genau Shopseite. Mal gucken, wie viel das gerade kostet. Also es ist äußerst positiv. 16. August 2011. Ein kostentotes Spiel mit Soundtrack. Nicht ganz 7 Euro. Und ansonsten, also wenn man Bastion Original Soundtrack kauft, dann kostet das entweder 7 Euro oder ich bin blind. Bastion kaufen, 12,49 Euro. Das Spiel allein. Okay. Jetzt gucke ich aber gerade mal. Erzählung, Action, Indie, guter Soundtrack, 2D. Naja, Soundtrack habe ich noch nicht groß irgendwie. Reinhören können. Aber okay, gut. So, auf jeden Fall erstes Spiel. Sehr schön. Abgeschlossen. Abgehakt. Wunderbar. So, dann schauen wir in das nächste Spiel rein. Da dürft ihr auch gleich F5 drücken in ein paar Sekunden. Moment. Dann schauen wir nämlich als nächstes jetzt in Velvet Assassin rein. Shooter, Stealth und Action an laut Twitch. Okay. Bin ich mal gespannt. Okay, ist jetzt gerade auch sehr interessant. Chat ist auf alle Fälle hier alles voll. Aber wenn ich hier so auf den anderen Chat nachguck. Ach, doch, okay. Nee, alles gut, alles gut. Hat wahrscheinlich gerade so ein bisschen seine Probleme gehabt. Gut, dann Refresh. Velvet Assassin. Gut, schauen wir da mal als nächstes rein. Damals geholt 2014. Und
auch mal nur für ein, zwei Minuten reingeschaut. Aber auch nie groß gespielt. Wird Zeit, dass ich das jetzt auch mal ändere. So für eine Stunde. Okay, Settings. Schon mal Language. Deutsch. Auflösung. Wie 800x6. Sag mal, wie alt ist das Spiel? Wenn es mir hier sagt 800x600. Sehr hoch. Schattenqualität sehr hoch. Kantenklettung maximal. Shader. Okay, speichern. So, schon mal. Okay, okay, okay. Und spielen. Ich krieg gleich Bild. Moment. Spielaufnahme Velvet Assassin. So. Wow, und da ist das Spiel abgeschmiert. Nur weil ich mal rausgetappt habe für Spielaufnahme. Uff. Nochmal. Ich frag mich gerade wirklich, wie alt ist das Spiel Velvet Assassin? Weil es sieht irgendwie aus, als ob das ein Spiel von 2006 wäre. 2004, 2006. Kampagne fortsetzen. Okay, Option. Audio. Musik. 40. Effekt. 50. Gesamt 80. Sollte passen. Steuerung, Empfindlichkeit 3, Steuerung anpassen. WSAD angreifen, schleichen STG, pfeifen, okay. Sekundär, primär, Morphium benutzen, okay. Taschenlampe T, Rennen, Shift, Zielmodus, okay. Gasmaske, Schulterwechsel, Nachla, okay. Helligkeit, Steuerung, Mitwirkende, okay. Gut, neues Spiel. Normal oder Agent? Normal für Anfänger. 30. April 2009. Ja, so sieht die Grafik nämlich auch aus. Frankreich 1944. Der grausamste Krieg aller Zeiten. Ach, verdammt. Die britische Agentin Violet Summer liegt in einem abgelegenen Hospital. Schwer verletzt wird sie von Träumen und Erinnerungen heimgesucht. So sieht die Grafik auch aus. 2009. Es hat mich irgendwie erinnert an ein Computerbild-Spiele-Spiel. Oh, Venetica? Hieß das so? To be back in the war. That was my true home. Vielleicht hätte ich Velvet Assassin als drittes Spiel nehmen sollen, also erst ab nach 21 Uhr. We were inhuman beings. Butchers on a field full of corpses. Corrupt and depraved. Only some viscera, blood and bone.
creatures without souls. Da müsste ich später mal nachgucken, ab wie viel Jahren das Spiel ist. Weil ich glaube, das wäre ab 12 oder ab 16 gewesen. Vermeint elektrisierendes Wasser, locke stattdessen den Feind hinein. Würde mich aber nicht täuschen, wenn das Spiel erst ab 18 ist. Erinnerung an die erste Mission. I was flown back to France to blow up a gigantic fuel depot, which the Germans had built in a bunker on the Maginot Line. The Reich was running out of oil. They guarded every barrel like the crown jewels. The main entrance was secured like the Führer's bunker. Fortunately, every rat's nest has a second entrance. I had to try and find it. I jumped over a wooded area that bordered on the rear of the complex. Unfortunately, my equipment was stuck at the top of a blasted tree during the landing. To make matters worse, I saw that the area was guarded by Waffen-SS troops. Those units had one basic rule: take no prisoners. Exactly like me. So, und da geht's anscheinend schon los, aber bevor ich beginne, erst ab 18 keine Jugendfreigabe von der USK. Uff! Hohohoho! Okay, ich würde mal ganz kurz Heizung anmachen, bin auch sofort wieder da. Bis gleich. Weil mir ist noch ein bisschen kühl gerade. Alter. Erst ab 18 und dann keine USK-Freigabe. So, bloß das Spiel gehört mittlerweile auf die Verbotenliste. Das wäre ja mal richtig bitter. Da habe ich aber Glück gehabt, weil ich mein Velvet Assassin habe ich auf Steam mal auch in einem Bundle gefunden. Keine Ahnung mit welchem Spiel. Und es war halt sehr billig. Okay, ich muss aber sagen, es ruckelt. Also flüssig ist was anderes, glaube ich. Eine farbige Silhouette rumzieht, dann das tötet ich ab einem bestimmten Gefühl. Scheiße. Die im Bunker haben Scooty verloren, die haben scheiß Gut. Okay, ich bin gerade farbig, das bedeutet, ich bin im Stealth. I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful creeping up on him. Wir haben die Leitung zum Hauptquartier gekappt. Einfach gekappt. Völlig durchgedreht. Wechsel in den Zielmodus, um Gegner mit Waffen anzugreifen. Bedenke, dass Nachladen nur im Zielmodus möglich ist. Lautloses Töten jedoch nicht. Oh. Okay. Also bin ich jetzt so im Schatten, dann... okay, Körper aufnehmen. Bedeutet das, ich bin im Stealth unsichtbar. Okay. Ja. Spielstand wird gespeichert. Okay. Also, mir kommt es vor, wie als ob die Person beim Laufen ruckelt. Vielleicht ist es auch nur die Laufanimation. I had to wait until they separated. Okay. Na, endlich mal wieder frische Luft, was? Du sagst es. Mal kurz
Eieieiei. Okay. Vor allem. Mhm. So. Interessant, wie sich der Bildschirm verfärbt. Wenn ich nah beim Gegner bin. Okay. Alter. Moment, was? Körper auf dem... Ah, Körper durchsuchen. Sammlerstück. Siegelring. Für das gesicherte Sammlerstück erhältst du Erfahrungspunkte. Kannst du die Fähigkeiten deines Charakters verbessern? Okay. Klappt aber auch nicht bei jedem. Na. Okay, ich muss gedrückt lassen und verlassen. Boah, vor allem, wenn ich die Szenerie so ein bisschen sehe, hätte ich irgendwie da voll Bock auf Kommandos. Kennt jemand von euch noch Kommandos? Oh, Morphio. Also Kommandos hinter feindlichen Linien, Kommandos im Auftrag der Ehre. Benutze Morphium, um schwierige Situationen kurzzeitig anzufrieren. Im Morphium-Modus kannst du versuchen, dich zu verstecken oder einen hartnäckigen Gegner sogar von vorn. Andere Aktionen sind... Wow. Warum nicht gleich Adrenalin? Yo. Okay. Eliminiere alle Feinde lautlos. Ja, da war ich viel zu langsam. Und der da oben? Jo, erster Teil, zweiter. Moment, erster Teil und zweiter Teil. Ich glaube, der dritte war ein Flop. Jetzt muss ich gerade... Ach, jetzt... Ja, Sammlerstück, genau. Jetzt Kommandos, genau. Ich dachte gerade, hä? Es gab einen dritten Teil? Aber stimmt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Kommandos? Ich weiß nicht, der dritte Teil hieß da irgendwie Man of Honor? Vier von vier, zwei von fünf, 700 von 1000, Bewertungssoldat. Also mir fehlen drei Sammlerstücke, okay. Und zwar ja auch so ein Strategie-Klick-Spiel. The first step was done. I was finally in the bunker. The fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids. The mishap with my lost equipment would not stop me, but without explosive charges, the situation was hopeless.
But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sounded like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry. Klingt irgendwie die Missionsbeschreibung. Was haben... Oh, Medikit. Okay, damit kann ich mich sofort halten. Colt mit 7 Schüssen. Ah, ich bin drin im Bunker. Okay, kann ich auch wieder raus? Nein, kann ich nicht. Sammlerstück. Hassetatenkreu... Okay. Morphium nehmen. Jetzt will ich gerade mal gucken. Sammlerstücke. 1 von 7. Ziegelring. Silberne Zigarrenkiste. Hanseatenkreuz Hamburg. Okay. Hm. Inventar. Kampfmesser und ein Colt. Und eine Taschenlampe. Charakter. 0 Sterne. 1 von 12 Missionen. 1 von 7. Also das ist jetzt, denke ich mal, für dieses Level. Stärke, Schleichen, Morphium. Okay. Hm. So wie ich mich kenne. Also hier, wenn ich die Kamera so drehe, dann ruckelt es so ein bisschen. Das ist echt nicht schön. Hoffentlich kommt bald die Ablösung. Glänzender Schlüssel. Ich würde aber mal fast sagen, das Velvet Assassin. Man mögt mich jetzt hauen, schlecht gealtert ist. Okay, ich kann erstmal durch Schlüsselloch spähen. Das wiederum erinnert mich gerade an Thief. Weil man manchmal auch durch Schlüssellöcher schauen muss. Nicht, dass man da böse Überraschungen erlebt. Die wird mich sehen. Die Frage ist jetzt, merkt er jetzt das mit der Sicherung, kommt dann daher und repariert sie? Oder habe ich Chancen, den auszuschalten? Ich glaube, ich habe Chancen, ihn auszuschalten. Wie weit geht der vor? Nicht so weit. Vor
Frage ist, ich stehe hier. Sieht er meine Schattierung? Nö. Hätte sein können, dass er meinen Schatten sieht? Und dann bin ich geliefert. Okay, bis dorthin geht er, bis zu dem Licht. Wenn er sich umdreht, ist er Geschichte. Also es ist auf alle Fälle soweit ein Stealth-Game. Hat aber auch irgendwie so ein bisschen eine Atmosphäre von Horror-Game? So ein bisschen. Medikit. Sammlerstück. Mundharmonika. Okay, Spiel wird gespeichert. Das bedeutet nichts Gutes. Morphium. Das Medikit. Das bedeutet wirklich nichts Gutes. Quartiere, Munitionslager. Und jetzt voll in den Gegner rein. Oder auch nicht. War das, aber es war nur careful, broken fragments. Creeping silently over that was impossible. Gut, dass du was gesagt hast, Mädchen. Boah, das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an Return to Castle Wolfenstein. Das war's. Return to Castle Wolfenstein. Aber da gibt's auch solche Quartiere. Und wenn man sich heilen möchte, gab's auch so, heißt es mal, so ein Hähnchenschlägel mit Pommes oder mit Kartoffeln war's, glaube ich, und Soße. Oder halt kaltes Mahl, um sich zu regenerieren. Was halt so Brot mit Salami war und Käse. Vor allem, wenn ich das sehe, ich krieg Hunger. Hier ist niemand. Oh, Scheibenkleister, war das eng und knapp.
eine Haxe rüberschiebt. Nee, so eine Haxe nicht, aber... Irgendwie hätte ich jetzt Bock auf so ein Laib Brot, in Scheiben geschnitten, bebuttert mit Käse, luftgetrocknete Salami. Das Problem allerdings ist, ich habe selber gemerkt, bei luftgetrockneter Salami, mir wird hinterher schlecht. Und ich weiß... Und ich weiß nicht warum. These letters often contain useful information. Very interesting. Vor allem, warum sind auf einmal Glasscherben? So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Charakter, Informationen, Sammlerstücke. Ich habe doch gerade einen Brief auf Mundharmonika. Hier, Brief. Dear Gretchen, my thoughts turn constantly to how you are doing. Please don't worry about me. Even if so much is demanded of us, we will come through it together. Nothing bad can happen to me, for I sense that I have a guardian angel. Many of my comrades have wound up in hospital with poisoning just because they do not pay attention to their gas masks. But that cannot happen to me. Please don't worry about me. We are even safe from airplanes here. What could happen to me? Don't give up hope, dearest. Whatever happens, one day I will return home, and then I will always be there for you. Heartfelt hugs and kisses. Your Karl. Karl und Gretchen. Ach du Heilige. Also typisch deutsch. Sammlerstück. Da. Das Ding ist halt, verwende erhaltene... Halt. Fähigkeitsstern. Geil. Schleichen. Erhöhe Schleichgeschwindigkeit. Trefferzahl. Schleichen. Okay. Morphium. Komm, schleichen. So. Was wollte ich sagen? Genau. Und als ich das letzte Mal luftgetrocknete Salami gegessen habe, ich weiß nicht, woran es lag. Aber das Problem war, mir war hinterher sauschlecht und ich weiß nicht, woran es liegt. Oder woran, was heißt woran es liegt, woran es lag. Entweder wegen dem künstlichen Zeug, das in der Salami drin war. Oder weil die Salami viel zu fettig war. Naja. So, Theron, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei Phoenix. Gut, wir haben eine Gasmaske. Denke ich mal, kann ich auch. Spiel wird gespeichert. Notausgang. Hier kann ich nicht raus. Munitionslager.
betreten nur mit Atemschutz. Nee, ich weiß wirklich nicht, woran es lag mit der Salami. Ob die viel zu fettig war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mir war es hinterher so schlecht. Ich habe zur Desinfektion, nenne ich es jetzt mal, fast eine halbe Flasche Tequila geleert. Damals. Und seitdem habe ich aber auch keine Salami mehr gegessen. Ich bin allgemein bei Wurst so der, oder was ist so, doch Wurst und so sehr vorsichtig geworden. Ich hole mir nur ganz selten Wurst und wenn ich mir mal was hole, dann wirklich ganz frisch vom Metzger. Und das auch sehr selten. Jetzt haben wir ein Stück. Tja, sieht so aus, als müsste ich durch die eine Tür. Hier mal gucken. Aha. Der steht hier. Entweder nee, er geht jetzt nach hier links. Okay. Und der da hinten guckt zu mir. Okay, der behält die Tür im Auge. Da durchzugehen, das wäre Selbstmord. Und ich will jetzt auch... Gut. Hast du auch immer so ein Stechen in der Brust? Zwei Leute hier. Ich krieg kaum noch Luft. Nee, aber ich hab ständig Ohrensausen. Warum warst du heute nicht in der Kantine? Ich kann den Scheiß fast nicht mehr sehen. Das Zeug schmeckt wie die Socken vom Sturmführer. Dann stell dir noch einen Rehrücken mit Wacholderbeeren oder ein Stück Apfelstrudel mit heißer Vanillesoße. Gibt's die Kellnerin noch gratis dazu? Ja, mit Sahne und Fläumchen. Das wäre mal eine anständige Bedienung. Hast du noch Zigaretten? Nee, ich hab die Kippen im Quartier gelassen. Du kannst dir eine nehmen. Sie müssen direkt neben der Gasmaske liegen, neben dem Bett. Da! Hast du das eben gehört? Hier läuft einer rum. Man sieht ihn nie, aber man kann ihn hören. Da, still! Jetzt redet er wieder. Hörst du das? Spinnst du? Ich höre nichts. Was sagt er denn? Das Feuer brennt. Verschlingt meine Seele. Das Ende ist nah. Das Schlachten hat gerade erst begonnen. Ich weiß nicht, ob die sich trennen, deswegen warte ich so lange. Nee, du spinnst. Du solltest nicht so viel Morphium nehmen. Verdammt, lass mich endlich zufrieden. Wer bist du überhaupt? Was für ein Feuer? Hau ab! Halt die K-
Klappe. Der dreht durch. Ich hau lieber ab. Junge, Junge. Mal. Oh. Jetzt. Ach, komm schon. Ich kann also nur mit Morphium nur einen Gegner erledigen. Ach du Scheibenkleister. Okay, dann gehe ich halt mal hier rein. Ach, das war das, genau. Was macht das Fahrrad hier drin? Sammlerstück, Teleskop. Flatsch. So. Schon. So. Gut, dann gehe ich diesmal den anderen Weg mal entlang. Der mir auch nicht gefällt. Wenn ich da durchgehe, bin ich tot. Heißt, ich muss dort hinten. Hä? Ah. Okay, ich glaube, ich warte, bis der eine Soldat da weg ist. Oh shit. Rein. Gesundheit voll. Ah, okay. Perfekt. So, die sind auch
erledigt. Puh, gut. Noch so circa 15 Minuten, dann habe ich auch hier eine Stunde erreicht. Ich komme zwar nur langsam voran, aber das ist normal bei Staff. Spielstand wird gespeichert. Der behält die Tür im Auge. Oder er schläft. Schwach, aber. Was für eine Scheiße hier. The door was electrified. I definitely had to turn off the power first. Ai, ai, ai. Ach, da bin ich jetzt. Einmal außenrum. Gut, Strom abstellen. So, lieber aus sicherer Entfernung ausschalten, bevor ich das bloß verhunze. Damit müsste ich den Strom eigentlich jetzt ausgeschaltet haben. Oder ich mache hier nur dunkel, okay. Ach du Scheibenkleister, ich mache dunkel und dann geht hier das Licht an und flackert. Na schön, dank auch. Gesundheit voll. Power should be off now. Gut. Nur noch 5 Schuss. Very nice. That would do to blow up the fuel depot. Gut. Ich habe den Sprengstoff.
dann kann ich jetzt aber ins Diesellager gehen. Ich habe bloß leichte Panik, dass, wenn ich jetzt auf einmal hier rausgehe, es wird ja wieder gespeichert, dass auf einmal hier Wachleute sind. Und platziert den Sprengstoff im Diesellager, ja. Andere Seite verriegelt. Ach, herrje. Und ich kann mir vorstellen... Gas. Maske. Ach, herrje. Ja, ich sehe es. So Dingens aus. Ach komm schon! Okay. Ich darf jetzt aber schon. Doch, darf ich. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, wehe, ich muss jetzt wieder. Von der anderen Seite verriegelt. Das kann ich ja mal voll vergessen. Also die Checkpoints sind auch ein bisschen blöd gesetzt. Moment, wenn von der anderen Seite verriegelt. Oh, nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht komme ich irgendwie von dort. Aber ich glaube eher weniger. Und es ist ja nicht Blood Rain. Weil ich wollte den einen eigentlich leise, still und heimlich ausschalten. Den da. That was the fuel depot. The room was full of poisons. In addition, there were explosive barrels everywhere. If firearms were used, everything could go up. Now I had to find a right place for the bomb. Anders! Wir finden die Ratte! Nein, ihr findet mich nicht. Komm nicht her! Wenn die sich nochmal blicken lässt, ist sie dran. Alter!
hoffentlich kommt bald die Ablösung. So. Okay, Junge, da steht er. So viel Spannung ist da kaum auszuhalten. Hier passiert doch sowieso nichts. Fraki ist, geht er wieder hier denselben Weg zu. Ja. Nicht umdrehen. Gott. Schrotflintenmuni, okay. Gesundheit voll. Sicherung raus. Sammlerstück. Taschenflasche. Okay. Wie sagte der Großvater immer, bei kleinen Problemen hilft der Flachmann, bei großen Problemen hilft der Flachmann. Körper aufnehmen, okay. Ich muss jetzt also irgendwo hier die Bombe platzieren. Wo es richtig schön rumst. Warte mal, schieben und klettern. Moment. Ich denke mal, ich muss dort hoch. 5 minutes left. Ja, mal gucken, ob ich es noch hinbekomme. Aber so wie ich mich kenne, würde ich mich dermaßen ins Aus manövrieren. Gut, hier soll ich den Sprengsatz platzieren. Notausgang. Schrotflintenmuni. Schrotflinte. Tür aufschließen. Und mein Fluchtweg. Flüchte aus dem Bunker. Gut, dass ich durch das Schlüsselloch. Yo! Ist klar! As
soon it would resemble a cemetery. Okay. Jetzt! Nachladen. Und losrennen. Oh, ich sehe jetzt erst den Timer. Au! Nein, ich hab doch Morphium! Anscheinend habe ich doch kein Morphium. Ach, egal. Ich denke mal, die 5 Minuten sind auch vorüber. Ach, herrje. Okay, wenn ich das hier richtig sehe, die verlorenen Tal, die verlorenen Dieslager, das ist jetzt die zweite Mission wahrscheinlich von 12. Es gibt also insgesamt 12 Missionen und erfülle geheime 7, 21. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Spiel nur 12 Missionen hat und dann ist Ende Gelände. Dass es auch nur so ein kurzes Spiel ist. Muss aber sagen, es geht. Ist jetzt nicht das beste Spiel. Kamerasteuerung ruckelt. Aber. Ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, es ist schlecht gealtert. Aber okay. Gut. Hätten wir auch das abgeschlossen. Dann. Okay, was habe ich jetzt? 2 neue Gegenstände. Habe ich Sammelkarten bekommen? Habe ich. Bastion. Windbags und The Arsenal. Okay. Gut. Dashboard, da bist du. Stream-Info bearbeiten. Dann schauen wir noch in X-Blades rein. Halt. So. X-Blades. Action, Shooter, RPG, Adventure. Okay. Bin ich mal gespannt. Titel wurde umgeändert. Einmal refreshen. Jawohl. Gut. Dann schauen wir dann bei X-Blades rein. Okay. Interessant. Produktschlüssel. Wieso? Okay, Englisch, Italienisch, natürlich auf Deutsch. Auflösung. Ach du Heilige. Alles an, Grundeinstellung. Okay, Spiel starten. Okay, merke bitte nicht einfach so, umwechseln. Ja. Spiel starten. Gut, ich lasse es mal kurz durchlaufen. So. Gut. Optionen. Blut darstellen, ja. Hoch HDR, ja. Parallax, ja.
Sprachausgabe, Effekte. Steuerung. WSAD, Sprung. Okay, kann man auch mit Controller. Ich gehe aber erstmal hier mit Ding an. Ohne Controller. So. Spiel nicht abschmieren. Danke. Wäre schön. Interessant. X-Blades will irgendwie nicht gefunden werden. Oder irgendwie sowas. Nochmal Spielaufnahme. Jetzt X-Blades. So, ich bin mal gespannt. Leicht, mittel, schwer. Ach komm, leicht. Weil, wegen, ja. Ich bin Schatzjägerin. Und zwar die beste, die es gibt. In den Ruinen versunkener Städte habe ich Reichtümer gefunden, von denen andere nur träumen. Und ich arbeite grundsätzlich alleine. Warum sollte ich mir zusätzlichen Ärger aufhalsen und am Ende die Beute teilen? Ha, lieber nicht. Vor ungefähr einem Jahr habe ich eine seltsame Karte gefunden. Vielleicht führt sie ja nur zu ein paar Mauerresten und ich finde nichts als den Staub der Jahrtausende. Aber eine Sache hat mich neugierig gemacht. Der Legende nach verbergen die Ruinen ein Artefakt. Und das Unglaubliche daran, vor Urzeiten soll ein Gott all seine Macht auf das Artefakt übertragen haben. Warum er das getan hat, erzählt die Legende nicht. Vielleicht war er es müde, ein Gott zu sein. Oder er musste seine Macht vor jemandem verbergen. Aber wie dem auch sei, ich bin hergekommen, um das Artefakt zu finden. Wenn die Legende stimmt, wäre das mein größter Fund bisher, von unschätzbarem Wert. Und falls ich nur wertlosen Tand finde, ich habe schon immer einen leichtgläubigen Käufer gefunden. Die Ruinen 1. Bestarium wurde aktualisiert. So, mit WASD. Okay. Ich weiß schon, warum ich das Spiel aufgehoben habe. Weil nachdem ich schon das Cover sah, ja. Zauber, Schießmodi. Pistolenattacke. Schieße mit Pistolenklinge. Upgrades, Extras, Karte. Ich denke mal, ich bin hier. Und muss mich dann irgendwie so durch. Huch. Okay, Rechtsklick ist Schießen. Und Linksklick ist rumschlitzen. Springen mit leer. Okay, es gibt einen Doppelsprung. Vorsicht, ein Hinterhalt. Okay, es gibt auch einen Kombinationstreffer. Pistachien wurde aktualisiert. Mit Rechtsklick schießen. Okay. Automatisch ziehen tut's. Auf alle Fälle. Erdbeben. Preis 1000. 100.
Bei einem Erdbeben hält es keinen Feind auf dem Bein, nur auf Gegner aus der Luft hat dies natürlich. Ja, das Schie. Okay. Schieße mit dem Pistolenklingen. Also soll ich jetzt einen Zauber lernen? Ja. Und Funkenflug. 7000. Und dort von Ayumi in Stücke gehackt. Okay. Nee, halt mal. Ich glaube, hier ist das Ziel. Oder? Greifen Sie an. Können Sie erst das, sobald die Anzeige voll ist. Okay. Und erbeben. Okay. Gut, kann also auch Sachen zerstören und kriegt dafür Währung oder Erfahrungspunkte irgendwas. Hm? Okay. Kämpfen Sie Eiselemente mit Feuermagie. Feuerball. Jetzt muss ich den holen. Okay. Verbrennt die Gegner und wirft sie zu Boden. Okay. Hier. E also. Okay. Feuerkling. 1500. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Ich drück. Ja, hab ich doch aber. Ich habe ja den Feuerball, ja. Anwenden. Nicht genug Rage zuweisen. Komm. Ja, okay, jetzt versuche ich es dann mal mit Q. Von der Zuweisung her. Ich habe aber nicht genug Rage. Toll. Und du? Wow. Jetzt hat's. Also muss ich mich erstmal. Das bringt mir aber nichts, wenn ich mich treffen lasse.
Dann baue ich zwar Rage auf. Aber, die nimmt doch schnell wieder ab. Ne, da muss das Vieh sich schon dauerhaft hier oben zeigen, an der Oberfläche. Um da was reißen zu können. Wie soll ich da jetzt Rage gewinnen? Damit ich dann Feuerball einsetzen kann gegen das Vieh. Ich verstehe es nicht. Oder ich muss nur schnell genug sein, um Feuerball einzusetzen gegen das Vieh. Bringt aber irgendwie nichts. Nee. Keine Ahnung. Und ich kann mich ja nicht die ganze Zeit treffen lassen. Weil Rasche nimmt wieder ab. Oh, Moment mal. Ah, ich kann E gedrückt lassen. Okay. Hab nichts gesagt. Okay. Okay, dann jetzt versteh's. Muss man auch erstmal dahinter kommen. Uff. Man muss da erstmal dahinter kommen, dass man E gedrückt lassen kann. Für... Wow, okay. Uff. Hopp.
Fallschirm gibt's keinen. Da muss man auch erstmal dahinter steigen. Ich dachte, ich müsste mich treffen lassen, damit ich dann die Magie einsetzen kann. Silbernes Artefakt bei 3 Stück. Okay. Sieg. Ja, erstmal hier noch die anderen Sarkophage öffnen. Kann ich mir Eispfeil 20.000, 25.000, 1.500, Teleport 1.000, Funkenflug 7.000, Schießmodi, rasendes Feuer 21.500, Upgrades, Pistolen-Upgrade Level 1. Ah, da brauche ich die Artefakte dafür. Okay, interessant. Gefundene Goodies, 3 von 3, 1 von 1. Zerstörte Objekte. Uff, gerade mal die Hälfte. Gelb bedeutet also, ich habe alles. Weiß bedeutet, ihr habt noch nicht alles. Okay, interessant. Wie kann ich fixieren? Es ist ein Sakrileg, diesen Tempel zu betreten. Wie uncharmant. Du willst, dass ich wieder gehe? Dafür ist es jetzt zu spät. Verrat mir doch, wer du bist. Du wagst dich in meinen Tempel, ohne das zu wissen. Na? Ja! Na los, Schmusekater. Zeig mir, was du kannst. Du wähnst dich sicher, weil du schnell bist. Aber du täuschst dich. So, aufräumen. Na, hallo? Erstmal Rage aufbauen. Ah!
Sonnentempel. Ist es jetzt von gerade, oder? Wenn ja, dann habe ich aber vieles übersehen. Wenn 16 Goodies, 29 Objekte. Verlassene Küste. Also ich weiß nicht, ob ich das Spiel irgendwie ernst nehmen kann. Irgendwie kommt es mir so ein bisschen vor. Nach dem Motto Anime Sex Sells. So ein bisschen. Hallo? Alter, ich treff gar nichts. So, aber. Auch das Gefühl, dass das hier Zeitverschwendung ist. Muss ich den Kampf verstehen? Ich denke mal, ich muss dieses Vieh da ausschalten. Die Frage ist aber, wie? Weil ich kann nichts anvisieren oder irgendwas.
ganze Spiel ist Zeitverschwendung. Ich weiß irgendwie, auf der einen Seite, ich liebe ja so ein bisschen Hack and Slay, so DMC Devil May Cry mäßig. Aber das irgendwie wie so Anime meets Sex Cells meets Hack and Slay meets keine Ahnung was noch. Das war halt mal irgendwo in einem Bundle, glaube ich, mit drin. Oder im Angebot. Rubinrotes Artefakt bei 3. Was? Ich habe auf Steam gelesen habe, dass es echt sehr gute Bewertungen bekommen hat, das Spiel. Also von damals bis heute. Neue Skills verfügbar. Ja, dann gucke ich doch gleich mal rein. Nahkampf. Ah. Ey. Mal gucken, Eispfeil, Todesstoß, 130, okay, den könnte ich lernen. Ja. Nein, noch nicht. Todesbrandung, 1300, Blitzge, okay, Feuerball habe ich schon. Feuerklinge, 1500, Teleport, 1000, Funkenflug. Schießmodi, rasendes Feuer, Upgrades. Heilen. Aha, und Rage. Ist das jetzt gleich komplett aufgefüllt oder? Guck, dass ich hier diesen Kampf irgendwie hier fertig bekomme und dann mal gucken. Wow. Okay, ein Heilkristall. Bin ich, glaube ich, gekommen. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz. Todesstoß was. Energieball, Explosion und zersplitter den Gegner zu Boden zuweisen. Mit Y und hier mit C. Kommt C. Mal gespannt, wie das kommt. Aha. Okay, jetzt kommen mehr Gegner. So, stimmt, Erdbeben bringt ja nichts bei fliegenden Gegnern. Wenn, dann muss ich schon. Das Tarium wurde aktualisiert. Jetzt aber kann ich wieder Erdbeben einsetzen bei solchen Gegnern. Ja.
Ich muss halt Kombis hardcore-mäßig damit verbinden. Mit Treffer und so weiter. Okay, geschafft. Und neue Skills verfügbar. Todesbrandung. Okay, braucht noch. Blitzklingen. Nein. Feuer. Ja, klingen. Teleport. Lernen. Ja. Nein. Und dort ist der Ausgang oder der Eingang? Verlassene Küste. 3 von 4 zerstörte Objekten. Okay, es war einfach nur zerstöre alle. Obwohl der Soundtrack gar nicht mal so schlecht ist. Hey. Naja. Ausweismäßig und so weiter. Naja. Ausweistaste gibt's aber auch, glaube ich, kaum. Einfach nur wild rumballern. Und hast du nicht gesehen. Okay, selbst wenn ich RP Mindsets. Habe ich so ein bisschen schlechte Karten. Also, was heißt schlechte Karten? Halt so einen Schuss auszuweichen. Muss ich hier auch alle Gegner einfach so ummetzeln, oder? Weil ich mach dem hier, dem Großen, anscheinend keinen Schaden. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich verstehe es nicht. Und vor allem, es tauchen immer wieder von diesen Echsenmenschen oder was auch immer sind, Gegner auf. Da gerade keine Ahnung habe, mache ich dem jetzt Schaden oder nicht? Okay.
Frage hat sich beantwortet. Oder geklärt. Aber ich bleib dabei, dass es irgendwie Anime mit Sex-Cells auf Hack'n'Slay getrimmt mit keine Ahnung was noch. Also da spiele ich, glaube ich, lieber eher Devil May Cry. Vor allem, ich wollte gerade sagen, vor allem kann ich, glaube ich, nicht zurück ins Menü. Ich kann speichern. Okay. Ich speichere einfach mal. Oh, halte mal, Vestarium. Phantome. Das Phantom mit Pflicht gegen Stahl und Elementar. Riesen Galapagos. Defensivmagie 0, okay. Ach, Vella, danke für den Rack. Jetzt aber schnell zurückkicken. So. Ja. Okami, habt ihr doch reingeschaut. Ach. Und? Hat's funktioniert auf der Konsole oder gab's da ebenfalls Problemchen? Hier, ich mache ja so ein bisschen Pall of Shame. Anrühren. Und ich weiß echt nicht, was ich von diesem Spiel hier halten soll. Es ist irgendwie so ein bisschen Hack and Slash auf Anime. Mit Sex Cells irgendwie so ein bisschen. So spärlich, wie die Gute begleitet ist. Wollte aber auch jetzt nicht mehr allzu lange machen. Bin ich jetzt gerade ausgewichen? Muss ich noch nachschauen, nochmal wegen Velvet Assassin. Ach, kommt schon. Auf Steam. Und da haben wir hier wegen X-Blades. Ich meine aber, beide Spiele haben überraschenderweise gute Rezensionen bekommen. Und ich glaube, dass X-Blades auch ein bisschen älter ist. Sagen wir mal so 2010, 2011. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, laut Handbuch, hat man dafür Windows Live benötigt. Meine Herren, jetzt geht mal drauf.
Sag mal, kann ich nicht ausweichen irgendwie? Treffe ich überhaupt mit den Klingen? Ja, ich treffe auch mit den Klingen die Phantome. Sie sind halt bloß... Oh, ist das nervig. Ende Februar 2009. Okay. Aber wie gesagt, hat nämlich ebenfalls, oder was ist ebenfalls? Muss jetzt echt lügen. Also zumindest laut Handbuch Windows Live, wo ich da vorhin mal reingeschaut habe. Geschafft. Eieieiei. Na. Benötigt. Wo ich auch so dachte, das war ein Windows Live Spiel? Neue Skills verfügbar. Nope. Okay. Todesbrandung. Eine mit dunkler Macht erschaffene Energiewelle schattet allen Gegnern in der Nähe. Oh, das klingt. Ja. Zu reißen. Oha. Okay. Hm. Artefakt-Element 0 von 1. Auch interessant. Naja, 54 auf Meter. Mensch, ganz ehrlich, ich gebe einen, um es höflich zu sagen, Scheiß auf Metacritic. Metacritic kann mir da viel erzählen. Also jetzt nicht böse auffassen, aber... Genau so. Schlimm finde ich jetzt zum Beispiel ebenfalls von Metacritic die Behauptung von wegen Elden Ring. Metacritic soll angeblich, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube eher weniger, Legend of Zelda Ocarina of Time ersetzen oder vom Platz stoßen. Eines der besten Spiele aller Zeiten und so weiter. Ich lese mir die Rezensionen durch und so weiter. Und Elden Ring hat ernüchternde Kritik erhalten. Es hat vielleicht dies und das besser gemacht, aber es hat garantiert nicht dies und das verdient. Als Beispiel. Dass es als bestes Spiel aller Zeiten gilt oder irgendwie sowas. Deswegen... What the hell? Okay, ich glaube, ich muss die Phantome ausmerzen.
da hätte ich lieber, das war auch damals mit Cyberpunk 2077 so, das Spiel wurde angekündigt und sofort, oh, bestes Spiel, Game of the Year, GOTY aller Zeiten, etc. Und ganz ehrlich, das Spiel kam raus, es war verbuggt ohne Ende, es lief beschissen ohne Ende. Da hätte man abwarten müssen. Und ganz ehrlich, da wäre Ori and the Will of the Wisps. Ganz ehrlich. Für mich eher so als Game of the Year eventuell gewesen. Aber gut, Game of the Year dürfen ja, glaube ich, angeblich nur AAA-Titel sein. Glaube ich zumindest. Deswegen. Mach mal oben. So, geschafft. 97 für Elden Ring. Yep. Metacritic mag zwar 97 sein, angeblich bestes Spiel aller Zeiten. Ich lese mir Reviews durch und denk so, tja, das sind typisch die Leute, die sofort auf den Hype-Train draufspringen und alles durch eine Regenbogenbrille beobachten. Anstatt dass es auch rein objektiv betrachten. Und wie gesagt, da finde ich Ori wesentlich besser. Spielspeicher. So, okay. Ja. Das war also X-Blades. Ganz komisch. Irgendwie. 2, 3, 4. Halte mal. Ach, das ist noch im Traum? Okay. Und ganz ehrlich, ich mochte da lieber Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Beide Spiele habe ich zu 100% abgeschlossen. Also sprich, alle Items, alle Fähigkeiten, alle Nebenquests gemacht und so weiter. Und ich war sehr, sehr zufrieden und sehr beeindruckt von Ori. Und da gab es auch schon einige Leute, die geschrien haben, boah, Ori, jetzt noch ein dritter Teil. Wo ich so denke, nee, ein dritter Teil würde den Kreis kaputt machen. Für mich braucht es nämlich keinen dritten Teil. Ist schon so gut genug. Hollow Knight auch gespielt? Ich hab's gesehen, es ist irgendwie Dark Souls in niedlich. Zumindest laut Bekannten. Man spielt ja so einen Leuchtkäfer auf alle Fälle. So, jetzt will ich aber gerade erstmal was gucken. Weil ich werde jetzt eigentlich auch Feierabend machen. Sind jetzt auch schon 3 Stunden, die ich gestreamt habe. Morgen will ich eigentlich weiter Pile of Shame mal abarbeiten. Wir haben jetzt Bastion-Gebiet gespielt. Velvet Assassin. Oh, stimmt, das wollte ich ja erstmal noch nachschauen. So, X-Blades. Schauen wir mal. Die Shop-Seite. Obwohl. Ausgeglichen. Okay. Interessant. Für 10 Euro. Als Devil May Cry 4-Fan hat mich auch X-Blades begeistert. Game Radio. Also ich weiß von vielen, dass Devil May Cry 4 definitiv der schlechteste Teil war. Priester Taktik und dann auch Rollenspiel machen aus X-Blade einen 80er-Kandidaten, der auch mit Devil May Cry konkurrieren kann. Ja, also Devil May Cry finde ich da ein bisschen besser.
Muss ich da ganz ehrlich sagen. Kampfstil hakelig, die Bosse und Gegner haben eine sehr schlechte KI und man muss dauerhaft an den gleichen Gegner immer wieder die gleiche Rotation durchführen, um sie zu besiegen. 4 von 10. Hm. Ja. Ich sag ja auch nicht, dass das Spiel gut ist. Velvet Assassin, schauen wir mal. $0.79? Momentan, ansonsten 3,99 €. Okay, es ist wirklich ein kurzweiliges Spiel. Wenn man, da wirklich sich reinkniet, schafft man das anscheinend in 5 Stunden durch. Hm. Interessant. Okay. So, jetzt will ich aber mal was nachgucken. Weil ich würde ja jetzt Feierabend machen. Und mal gucken, wohin ich euch schicke. Einerseits könnte ich euch zu Tyrion schicken. Der macht Immortals Phoenix Rising. Zu B könnte ich euch schicken. Horizon Forbidden West. Nee, das ist ein Race. Da will ich nicht stören. Fatal Frame könnte ich euch schicken. Maiden of the Black Water. Da könnte ich euch auch hinschicken. Jetzt will ich aber gerade noch was gucken. Weil ich habe auch jemanden, der spielt Supraland. Und mal gucken, ob besagte Person... Ja. Hm. Also ihr habt die Wahl. Wohin soll ich euch schicken? Ich hätte Supraland im Angebot. Immortals Phoenix Rising. Horizon Forbidden West. Oder Fatal Frame Maiden of a Blackwater. Also Project Zero Maiden of a Blackwater. Dürft ihr euch aussuchen. Weil dann würde ich euch zu der zu den jeweiligen Personen hinschicken. Ein, zwei oder drei, letzter Schuss ist vorbei. Ja, so nach dem Motto. Kommt drauf an, halt, was ihr sehen wollt. Wollt ihr Immortals sehen, dann kann ich euch zu Tyrion schicken. Wollt ihr Horizon Forbidden West sehen, dann kann ich euch zu Bea schicken. Wie gesagt, ich hätte euch gern auch woanders hingeschickt. Ding ist aber, derjenige ist gerade voll und ganz konzentriert, da will ich auf alle Fälle nicht... stören bei dem Guten. Project Zero, Maiden of a Blackwater könnte ich euch schicken. Oder halt Supraland. Hm. Ich könnte auch mal kurz wieder Musik anmachen, verdammt. So. Supraland kenne ich noch nicht. Okay, dann schicke ich euch weiter. Dürft sich die Gute dann auch mal freuen. Salia? Eine ganz alte Bekannte von mir spielt nämlich gerade Supraland. Und ja, könnt ein paar Grüße da lassen, benehmt euch und bringt die Gute am besten ganz schön ins Schwitzen.
damit sie den Überblick verliert. Genau. So, dann wünsche ich euch auf alle Fälle einen schönen Abend. Später eine gute Nacht und würde euch morgen, ich weiß noch nicht wann, eventuell 13 Uhr, vielleicht auch später, mal gucken, entweder Pile of Shame oder ich würde irgendwas anderes spielen. Ja. Sehen wir einfach dann. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen, wie gesagt, ich denke mal ab 13 Uhr, ansonsten wahrscheinlich mit Verspätung, Pile of Shame oder irgendwas anderes. Und ansonsten, ja, einfach mal überraschen lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Dabeisein und man sieht sich, denke ich mal, morgen wieder, ansonsten spätestens Sonntag zu Factorio Industrial Revolution. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut, bis dann.